Welcome back, 47. Your targets are two members of Liberation, a doomsday cult planning an attack in Bangkok. Specifically, cult leader Oybek Nabazov and his second-in-command, Sister Yıldız. The client, a reclusive millionaire operating under the codename Loxley, has provided evidence that the cult is planning to unleash a bioweapon somewhere in the city. Masquerading as a self-help group, the cult is at the Himapan Hotel, hosting an art exhibition entitled A Study of Life, Death and Rebirth, Viewed Through the Lens of Atrocity. Chilling when you consider their plan. Additionally, I have learned that a small group of potential cult recruits is present, which may provide an opportunity to infiltrate. I'm worried about this, 47. The cult plan is in its final stages. The sooner we disrupt it, the better. I shall leave you to prepare. Oybek Nabazov und Schwester Yıldız, beide solche, haben solche Kreise auf der Stirn. Mal schauen. Welcome to Bangkok. The exhibition should be easy enough to locate, but there are a number of VIPs staying at the hotel, and you should expect them to visit the exhibition along with their security entourages. Good hunting, 47. So. You're good here? Jetzt mal mein Finale ein bisschen kauen für mein Brot und dann sind wir auch wieder voll und ganz sprechbereit. Da ist er doch. Da sitzt er doch. So. Hey. So, jetzt durch die Nebenmission sind wir, glaube ich, zum Teil bei Gebieten, wo wir schon mal waren. Das war das eine Hotel, was so extrem verwinkelt war. Das heißt, einige Örtchen kennen wir dementsprechend. Wir haben hier keine Story-Mission. Hi! Stay safe out there. Danke. Was sind denn für Herausforderungen hier? Ich schieße beide Ziele aus der Penthouse-Suite gegenüber. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir sie. The Liberation Cult has installed itself in the southwest penthouse wing, and the exhibition is open to hotel guests. You should be able to acquire your targets there. Proceed at your discretion. Checking in. Name's Tobias Reaper. Thank you so much, sir. Here's your key card. Welcome to the Himapan Hotel. Okay. Das haben wir. Dann haben wir unsere Zimmerkarte. Jetzt machen wir dasselbe wie letztes Mal. Und zwar gehen wir erstmal auf unser Zimmer. Zimmer 205. Ja. 205, unser Zimmer. Guck. Oh, Bangkok Hotel. Wir sind jetzt bei den Nebenmissionen angekommen, Karugo. Wir haben jetzt, vorgestern? Ist Main Story durch. Sobald Hitman im Titel steht, spawnst du einfach, ne? Ach, ist der Hippie. Das sind diese zwei. Wie diese Hippies. Ne, diese Hippies. Genau. Der Captain ist durch. Hier unten ist erstmal hi, Karugo. Ich habe eine neue Position für meine Handcam. Ich bin jetzt Basti GAG geworden. Und, ne, hier unten, da, ne. Für die richtigen DLCs. So, die sind beide eine Etage drüber. Aha.
Die Hippies. Kann ich nicht einfach jetzt Peng Peng machen und abhauen? Zimmer Service. Ach, Quatsch. Muss gar nichts können. Okay, so. Den Brieföffner. Warum auch immer ein Brieföffner eine illegale, verdächtige Waffe ist. Und wir haben ein Telefon. Zimmer Service. The bed is not properly made. See that it's done right away. Ah ja. Okay. Wir haben jetzt zwei. Tatsache. Hello, can I come in? Ah yes, I am here to make the bed for you. I'm very sorry about the inconvenience, sir. Mhm. Okay. Ipup. Eins haben wir. Und den legen wir. Wo legen wir den hin? Wir legen jetzt hier hin. Perfekt. Hallo Kurenai. Das Portal hat einen Mega-Service. Lief in Verkleidung gratis aufs Zimmer. Mhm. 10 von 10. Die nehme ich gerne mit. Ah. Die Hippies. Ich glaube, wir sind eins höher, ne? You can't pull out now. We talked about it. You wanted to do it, remember? Dürfen wir denn hoch? Ne. Dürfen wir nicht. Da dürfen wir nicht hoch. Trotz Hotelmitarbeiter dürfen wir da nicht hoch. Schade. Wunder, wie geht's hier? Okay, okay. Gut und selbst. Ja, muss, ne? Aha. Feueraxtvitrine. Back off a little, buddy. Mr. Manservant? Ja. Ungefähr. So. Ein Apportationsmesser hier. Kann ich hier irgendwas so mitnehmen? Einfach ein bisschen wegjoinken und hier haben wir noch ein Messer. Beschneidungsmesser. Okay. In diesem Badezimmer dürfen wir rumlaufen. Oh, Tabletten. Tödliches Gift. Speichern wir mal hier. Oder kann ich... Naja, kann ich nicht nehmen. Habe ich es nicht gesagt, dass ich, sobald ich versuche, einen auszulösen, aufzuholen, aus der nächsten Ecke irgendjemand spawnt, einfach die Treppe runtergeht, in den Raum kommt, bisschen Party macht. Ja. Warum zum Fick kommt der jetzt hier runter? Na, spazieren gewesen.
That is Oybek Nabazov, self-declared teacher and cult leader. His second in command won't be far off. So. Können wir nochmal speichern. Der verschwindet. So, bup, weg mit dir. Und den haben wir jetzt auch. So, und seine Kleidung gehört jetzt mir. Jetzt darf ich mich auch hier frei bewegen. Das ist nämlich mir sehr wichtig. Und das Rattengift. Und das Rattengift. Das Rattengift. Danke. Okay. Müssen wir gucken. Wir dürfen uns hier frei bewegen. Manche Leute kennen uns. Manche nicht. Hey, Waiter. I've been ready to order for like 15 minutes now. Hello? Brechmittel. Ja, ich mache hier fertig hier Sachen. Hey, waiter. So rude. Ja. I'm so rude. Komm, trink noch was von dem Glas. Bitte. Glass of Cremant, please. Nein. Thank you. Keine Lust, von einem Glas noch zu trinken? Na Mann. So, what's the message? Sir, this is off limits. Good. Good. Ja. Ja, war auch ein Brechmittel. Kriegen einfach random irgendwelche Sachen, ne? It goes well with the new ones, Sister Yuldus. They will carry our flame amongst the privileged. Are you ready for your part? Of course, my teacher. I have ensured that everything is ready for your ascension. Hi. Wenn du Fallgifte hast, könntest du aus dem Eckbad was versuchen. Aus dem Eckbad? Ne, habe ich nicht. Ich habe jetzt zwei Getränke vergiftet. Einmal mit Brechmittel, die andere. So. Und jetzt gehe ich in diesen Raum rein. Sister Yuldur's eliminated. Good work, 47. Die ist tot. Das ist die Frage, wie kriege ich sie weg? Wo kriege ich sie weg? Einfach hier liegen. Ist kein Schrank oder ähnliches, ne? Ah, passt schon. So, bitte nimm den Sip von deinem Getränk hier. Nein, er geht nach oben. Hallo, Sir.
Darf ich hier hoch? Ja, ich darf hier hoch. Ich darf hier nicht hoch. Dann nicht nur als anderer, ne? Als der hier zum Beispiel. Ja, der Waffe gab sogar. Dreh dich nicht um. Und wo das herkommt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kultus Mysterium. Therefore, to understand how to live proper and full lives, we must first complete the Namaste. Euer Löscher. How you doing? Darf hier rumlaufen. Die Hippies. Kann ich nicht einfach jetzt von hier aus? Nein. Der hat mich entdeckt. Nee. Der hat mich entdeckt, deswegen ganz entspannt. Machen wir nicht so. Gießen? Auf gar keinen Fall. The touch of fire is as liberation. It does not burn the chosen. Okay. Feuerlöscher. Bon. Bon, bon. Fehlt eine Flasche Wodka. Gucken wir noch, ob wir schnell eine Flasche Wodka bekommen. Das wäre noch, Porgas. Dann können wir gucken, ob wir vielleicht das noch vergiften können. Auf irgendeine Art und Weise. Der Privatsuiter vielleicht hier? Flasche Wodka? Nee. Nee. Das ist... Oh, das ist ein großes Badezimmer. Holy moly. Wo krieg ich eine Flasche Wodka jetzt auf die Schnelle her? Und eine Theke wahrscheinlich, ne? Eine Bar. Geh an die Bar. Ei, was sehe ich da? Das war richtig Poggy Wodgi. Ah! Stop right now.
Hi. Hi. Jetzt kann er was von die Flasche, schade. Aber er ist auf jeden Fall unterwegs. Sorry, can't even let bodyguards through here. Nee. Schade. Okay. Dann hoffe ich, dass er gleich einfach nur dahin geht und sein vergiftetes Gläschen trinkt. Hey there, bodyguard. Das wäre noch, da wäre ich happy rüber. Don't mind me. Jetzt bin ich in der Küche drin. Hätte ich eine Keycard gebraucht. Aber selbst hier ist nichts gewesen. Schade. Okay. Kommt er jetzt nochmal hier hin zu seinem Laptop und trinkt sein Gift oder? Ups, die Sau. Aber nein! Wieso habe ich das getan? Ich habe jetzt jemanden gekillt, den ich nicht killen wollte. Warum habe ich das gemacht? Ich habe die Herausforderung gemacht, nur die Ziele zu killen. Erstmal zurück. Nur die Ziele, nicht mehr und nicht weniger. Karoga? Neuronen aktiviert. Seite, ne? Say the word. Say the word. Katzenvideos. So. Kann mich hier hinsetzen, warten? Ach, keine Ahnung. Kann er einfach sein Glas Wein trinken? Einfach entspannt und dann... Ja, er ist wütend. Das Wein wäre fein. Ist vergiftet. So aus Frust. Und der geht nach oben. Jetzt wieder seine Predigt halten. Jetzt wieder seine Predigt halten.
Das war jetzt ein bisschen zu einfach. All targets eliminated, 47. Contract complete. I'll have the money wired to your account. Good work, as always. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Der erhöhte Unfall, tot durch Meditieren. Tot durch... Oh, da darf ich nicht. Sie dürfen nicht. Hey, Strongman. Tschüss. Ich kann weg. Gehe an die Bar. Ei, was sehe ich da? Ich ziehe an die Leine. Wieso ziehe ich an der Leine? Ich habe irgendwie was anderes sagen wollten. Egal, hey, scheiß drauf. Hey, Mr. Bodyguard. Tschüssi, ich bin jetzt abhauen. Treppe ist da. Tschüssi. Laber wieder, Dümpfisch. Ich wollte nämlich irgendwas Cooles zum Reimen haben und habe aber nichts zum Reimen gehabt. Dementsprechend. Hallo, ich bin der Kero. Ich bin free. I'm free. Nothing free like me. Yeah. So. Respect. Respect. Servus. Hey, wait. Er hat durch den Keller. Ne? Hä? Was ist denn das für ein Ausgang da unten? Ah, da. That's peculiar. I just saw a spike in traffic from the hotel's network. Looks like a series of automatically dispatched messages. I'll get a team on it right away. Und raus.